So viele Gedanken in meinem Kopf. So viele Sachen, ich kann sie nicht ordnen. So viele Fragen ohne Antworten. Wer bin ich? Was will ich? Was tue ich hier? Wo will ich hin? Welche Entscheidungen sind die richtigen? Welche sind falsch? Bin ich jemand? Oder bin ich nur eine von vielen? Bin ich wichtig? Viele lieben mich, aber trotzdem werde ich vergessen sein. Niemand wird mehr wissen, wer ich jetzt bin oder wer ich mal war. Ob ich Erfolg hatte oder versagt habe. Es wird egal sein. Bin ich egal? Bin ich egal? Oder bin ich nur ein Zahnrad von vielen? Bin ich ein Schmetterling, der alles bewegt? Oder nur ein Hauch, der die Welt kurz berührt und dann in der Summe untergeht? Wann werde ich ich sein? Wann werde ich mich finden? Wann werden all diese Fragen egal sein? Wann wird mein Schmerz enden? Wann wird mein Schmerz enden? Toller Traumtanz-Girl. Richtig nice. Danke. Ich habe nur die Hälfte gesehen. Ich habe geklopft, aber du hast mich nicht gehört. Na, nervös wegen heute? Richtig nervös. Aber zuerst muss ich dir was zeigen. Ich habe geübt. Also, es ist noch nicht perfekt, noch lange nicht. Aber immerhin kann ich schon den Anfang. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Hau rein. Naja, dafür, dass du nie gelernt hast, richtig Klavier zu spielen, ist es ganz gut. Ich find's schön, aber unser Für Elise Remix gefällt mir besser. Ach, ich wollte dir auch noch was zeigen. Okay. Ein neues Gedicht, das ich geschrieben habe. Dachte mir, es könnte dir gefallen. Dann legen wir los. Siehst fest du sie stehen, wie sie dir lenken jeden Schritt. Kannst beruhigt du nun gehen, mit festem, sicherem Tritt. O wundervolle Sicherheit, o tröstende Geborgenheit, im Rücken sicherer, fester Trutz, o geliebter, treuer Schutz, Mauern, Mauern überdauern.
Doch an manchen Tagen kommt's dir vor, als stündest du vor verschlossenem Tor. Der Mauern grau, es engt dich ein, verbirgt der Sonne güldenen Schein, verschluckt der Vögel schönen Sang, schirmt ab der wilden Wasserklang und plötzlich fällt dir ein, könnten diese Mauern Kerker sein? Zwänge, Zwänge, welche Enge. Doch könnte es nicht auch so sein, dass Dunkelheit dahinter liegt? Ja, die traute Mauer lädt dich ein, wenn sie dich sicher schützend wiegt. Kehrst du schon bald zu ihr zurück? Gab es denn je ein größeres Glück? Mauern, Mauern, überdauern? Ob weite Landschaft, ob fester Trutz, ob süße Freiheit, ob sicherer Schutz, ob Dunkelheit, ob Schatten oder Licht, die Wahl, sie liegt allein bei dir. So gib die Schuld dem Schicksal nicht, nicht ihm, nicht ihr und auch nicht mir. Freiheit der Wahl, Segen und Qual. Nur selten führt ein Weg zurück, drum folge deinem Herzen. Jetzt suche deiner Seele Glück, erspar dir ihre Schmerzen. Kann ich das blaue Oberteil von dir haben? Danke, mir geht es gut. Wie geht es dir? Schön, dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Natürlich kannst du mein Oberteil haben. Alles, was du willst. Meine Güte, war doch nur eine Frage. Es gibt übrigens Essen. Wir haben auf dich gewartet. Setz dich. Es gibt Schnitzel. Die magst du doch so gerne. Ich bin Vegetarier. Immer noch. Aber danke. Sophia macht übrigens jetzt Praktikum und ist auch Jahrgangsbeste. Okay, cool. Wenn sie so weitermacht, bekommt sie noch ein Stipendium. Aber das wüsstest du ja natürlich, wenn du dich ab und an melden würdest. Sophia. Wie läuft das Studium eigentlich bei dir? Die Lieblingsfrage aller Studenten. Was willst du? Was brauchst du? Geld? Anerkennung? Du tauchst nach Ewigkeiten hier auf. Das hat doch bestimmt irgendeinen Grund. Ich bin deine Tochter. Ist es jetzt schon verboten, einfach so dahin aufzutauchen? Was ich brauche? Geld? Nein. Anerkennung? Ja, vielleicht. Euren Rat vielleicht, Unterstützung vielleicht, Respekt vielleicht, Verständnis vielleicht. Ist das zu viel verlangt? Warum bist du gekommen? Was ist das? Meine Exmatrikulationsunterlagen. Ich breche die Uni ab. Ein ausgezeichnetes Schnitzel. Los, probier mal.
Mama hat es extra für dich gemacht. Probier ein Häppchen, los! Bitte, Tochter, probier es! Friss mein verdammtes Schnitzel, sonst stopfe ich es dir in dein vorlautes Maul! Das ist der Dank für dein bezahltes Studium, deine bezahlte Wohnung. Und das fällt dir jetzt erst nach 6 Semestern Kosten auf. Meine Wohnung? Mein Studium? Wohl eher deine Wohnung und dein Studium. Dein Traum. Ich habe das alles nie gewollt und das wusste ich. Was haben wir dir getan, Kind? Ich bin nicht du. Nur weil du studiert hast, muss ich das nicht auch. Du hast nur Angst, dass dein scheiß Ansehen sinkt, wenn ich nicht das tue, was du willst. Du verlässt morgen in aller Frühe das Haus. Wie lief's? Gut, denke ich. Keine Ahnung, irgendwie wie erwartet. Ich bin zwar jetzt nicht mehr in der Familie, aber hey, immerhin habe ich meine Freiheit. Ist doch das, was du wolltest, oder? Ja. 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 Gut. Geh du erstmal in dein Zimmer. Ich habe da noch was für dich. Ich komme gleich rüber.
Na? Lust mal wieder feiern zu gehen wie früher? Jetzt, wo du deine Freiheit wieder hast. Wo hast du das her? Willst du das wirklich so genau wissen? Drei. Zwei. Eins. Alles in Ordnung bei dir? Komm, komm, wir gehen. Erzähl. Was ist los? Ich weiß einfach nicht, wohin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder außer mir seinen Weg schon gefunden hat. Bloß ich sitze hier und ich weiß nicht weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und doch fühle ich mich so verloren. Es ist ein komisches Gefühl, ich kann es nicht beschreiben. So leer. Und als würdest du einfach darauf warten, dass dir jemand die Antworten ins Ohr flüstert und dich an deine Hand nimmt und dir diesen einen Weg zeigt, den du aber auch gehen willst. So wie dein Vater? Nein, eben nicht. Zumindest nicht so. Ach, war das falsch, was ich gemacht habe? Mein Studium einfach so hinzuschmeißen? Und jetzt sitze ich hier ohne Plan und ohne Familie. Das ist eine Frage, die nur du dir selbst beantworten kannst. Aber hey, du bist für mich wie eine kleine Schwester. Das heißt, ich bin quasi dein großer Bruder. Das macht uns auch quasi zu einer Familie. Ich bin immer für dich da. Ich weiß, danke. Aber was, wenn ich meine Antworten nie finden werde? Wenn ich meinen Weg nie finden werde? Versprich mir eins. Egal, ob sich unsere Wege trennen oder nicht. Such weiter deinen Weg und deine Antworten. Und irgendwann wirst du sie finden. Und wenn es ein ganzes Leben dauert. Hey, und spätestens, wenn du Beethovens Siebte auf dem Klavier spielen kannst, ist es soweit. Okay, das kann echt ein bis zwei Leben dauern. Versprochen. Danke, Nico. Ich bin und weiß nicht wer. Ich komme und weiß nicht woher.
Ich gehe und weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Wenn ich wüsste, wer ich bin, wenn ich ginge und wüsste wohin, wenn ich käme und wüsste woher, ob ich dann wohl traurig wäre. Ja, hallo. Ja, die bin ich. Vor 15 Minuten ist er friedlich eingeschlafen. Danke. So viele Gedanken in meinem Kopf. So viele Sachen. Ich kann sie nicht ordnen. So viele Fragen ohne Antworten. Wer bin ich? Was will ich? Was tue ich hier? Wo will ich hin? Welche Entscheidungen sind die richtigen? Welche sind falsch? Bin ich jemand oder bin ich nur eine von vielen? Bin ich wichtig? Viele lieben mich, aber trotzdem werde ich vergessen sein. Niemand wird mehr wissen, wer ich jetzt bin oder wer ich mal war. Ob ich Erfolg hatte oder versagt habe, es wird egal sein. Bin ich egal? Bin ich egal? Oder bin ich nur ein Zahnrad von vielen? Bin ich ein Schmetterling, der alles bewegt? Oder nur ein Hauch, der die Welt kurz berührt und dann in der Summe untergeht? Wann werde ich ich sein? Wann werde ich mich finden? Wann werden all diese Fragen egal sein? Wann
wann wird mein Schmerz enden? Wann wird mein Schmerz enden? When I perfect.